Sportsfreunde, wie ihr mein Videos gesehen habt im Schwimmkanal, beim Breaking Point, habe ich ja das genau beschrieben, was es eigentlich heißt, dass wenn ihr zu lang in einem gewissen Tempo schwimmt, dass es für den Stil eigentlich nicht viel bringt. Das heißt, ihr wiederholt eure Schwimmfehler. Und ich bin als Triathlon-Coach für Triathlon-Schwimmer bin ich schwer bestrebt, dass ihr kurze Distanzen schwimmt. Also ich selber schwimme kaum mehr als 100 Meter am Stück, weil ich so meinen Stil aufrechterhalten kann. Und hier möchte ich euch mal 4 Trainings auf den Weg geben. Es sind so simpel einfach, dass man sich fast fragt, sind das überhaupt, kann man das unter Training anschauen? Kein Vierlefanz, gar nichts, einfach nur 4 banale Training, die es braucht, um schneller zu werden. Das sind 7 Kilometer pro Woche im Wasser. Habe ich selber als Profi gemacht und ich bin unter 50 Minuten die 3,8 geschwommen. Mehr als 7,8 Kilometer bin ich nicht geschwommen. Es reicht. Immer wieder gesehen auch bei mir im Kanal, Athleten kommen, schwimmen 3 bis 4 Mal, machen Technikübungen im Wasser, bla 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 bla. Wenn sie dann die Übungen machen müssen außerhalb vom Wasser, dann haben sie große Probleme. Also bitte, das ist einfach nur Schwimmtraining. Schwimmen, nach Hause gehen. Okay. Auch wieder hier ein Test und hier geht es um einen 100 Meter Test. Einfach 100 Meter von unten abstoßen, all out schwimmen, die Zahl hier eintragen. Hier ist schon 1 Minute 20 bei dieser Testperson und dann sind das 1, 2, 3, 4 Trainings. Mach die bitte Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Das wäre so mein Wunsch. 2x2. Das erste Training ist 10x200 Paddles mit 60 Sekunden, mit 45 Sekunden Pause, das reicht. Und macht bitte, hier ist wichtig, 3 bis 4 Armzüge weniger pro 100 Meter im Vergleich zu diesem All-Out-Test. Also 10x200 in 1,32 bei dieser Testperson mit 3 bis 4 Armzügen weniger. Nächstes Training dann, Folgetag, Dienstag, wäre 40x50 Meter. Am Anfang bitte mit Faust angeschwommen, die ersten 15 Meter, dass ihr suchen müsst, wo ist es, wo ist das stehende Wasser. 15 Meter Faust anschwimmen, dann die Hand öffnen. Geschwommen in 38 Sekunden die 50 Meter, 40 Mal durchgeschwommen. Pause 30 Sekunden. Das wär's. 40 mal 50 ist 2 Kilometer, ein Ausschwimmen, 2,5 Kilometer, schönen Tag, geht nach Hause. Drittes Training, 60 mal 25 Meter, auch wieder mit Faust angeschwommen, 12 Meter, hier in 18 Sekunden, schon richtig zügig, macht 20 Sekunden, ihr seht, die Pausen nehmen hier ab, die Distanzen werden kürzer. 60 mal 25, 12 Meter mit Faust, 20 Pause, fertig, das war's. Drittes, also viertes Training, wäre dann 7 mal 100 Meter. Das ist ein VO2 Max Training. Und das ist hart. 7 mal 100 Meter, wirklich schnell. Und zwar nicht so triathlonmäßig schnell, so schnell, sondern wirklich schnell. Deswegen brauchen wir auch 120 Sekunden Pause. Das sind hier bei diesem Athleten, der die All-Out in 1,20 schwimmt, versucht er das in 1,18, wirklich Vollgas, alles was er kann. Ne? Und dann lange Pause. Gut, das wären ca. 7 Kilometer pro Woche, 4 Trainings. Macht das durch, bitte gebt euch Zeit im Aufbau, dass ihr das Januar, Februar, März, April, Mai aufbaut. Das eignet sich, ist sehr effizient, 7 Kilometer so ab Mai. Wenn ihr zum Beispiel so 8 Wochen vor dem ersten wichtigen Wettkampf sind, werdet ihr sehen, wenn ihr diese Trainings macht, könnt ihr die ersten 3, 4, 500 Meter viel besser mithalten mit der Gruppe und dann den Gruppenanschluss werdet ihr dann nicht verlieren. Okay? Viel Glück!